Willkommen zu Rainbow Six Siege. Wir machen heute ein Turnier, wie man hier sieht. Zwei Teams, Team Blau gegen Team Orange. Wir haben uns jetzt keine Teamnamen ausgedacht. Also ja, in Team Blau, wir haben drei Teams übrigens. Eine Art Turnier wird dann gemacht. Sind Omar, Dennis, Faye, Gusse und ein Bug-User. Gusse ist auch noch in Team 3 drin, aber es fehlt leider einer. Ja, und im Gegnerteam Erox, Wadahoo, Genex, Arts und Luca. Okay, anscheinend wird hier interessant gespielt. Also ja, es sind sozusagen Pro League Settings. Wir spielen Bombe. Die erste Map ist Küste. Wir fangen an mit dem Objective Penthouse Kino. Und ja, ich will. Also es wird so aussehen wie die Pro League. Alle warten jetzt auf Luca, bis er lädt. Okay, perfekt. So, also ja, es wird sozusagen. Entschuldigung. Sozusagen wie die Pro League, wenn man so sagen kann. Ne? Er zerstört erstmal den Fernseher, das wird ihn in Rechnung gesetzt. Ich muss immer noch ein bisschen klarkommen, wie es aussieht mit der ganzen Cam und so. Okay, anscheinend war Drus auf K oder so. Achso, übrigens, ne, als kleine Regel sage ich jetzt mal. Keiner darf im Stream sein. Sollte aber logisch klingen, ne? So, ich werde so ein bisschen hin und her spielen, was auch immer. Ne? Ich glaube, so Etagen wechseln. Ich finde, das macht so Bock in dieser Cam. Ja, es gibt nur drei Stockwerke. Eins Dach. Erste Etage. Erdgeschoss. So, und ja. Arzt möchte Jägertrick machen. Anscheinend, oder Jägerglitch, besser gesagt. So, aber auch interessant hier, ne? Ying mit den Rauchgranaten. Auch Montagne. Ah, ne, Montagne ohne Rauchgranaten. Also ja, das wird jetzt interessant, wie sie pushen wollen, weil man hier sieht, Faye geht alleine mit dem. Ah, ist in der Endermine drin? Ja, Luca weiß, dass er da ist. Hä, wie kam Omar darauf? Achso, ich glaube, da kann man nicht runter sein. Ja. Also ja, anscheinend pusht Faye alleine. Ungewöhnlich, dafür, dass er einen Diffuser hat. Also ja, beide Teams sind in Partys jeweils drin, logischerweise. Ah, und da ist jetzt Gustl tot. Wurde von Arts geholt, der jetzt auch nur noch Hälfte Leben hat. Arts und Wadahoo halten die Richtung um Bayard oder Aquarium. Luca ist einziger Onspot. Ne, Frost ist auch noch Onspot. Wer ist die Frost? Gar nichts. Ja, und zwar anscheinend zwei Onspot-Spieler. Ah, Fabe ist auch gefallen. Das bedeutet, der Diffuser liegt jetzt. Wo liegt der denn? Ja, das ist so eine Frage, ne? Wahrscheinlich. Ah. Der Diffuser liegt jetzt im Billardraum. Aber Arz verliert immer weniger Leben. Sie müssen jetzt irgend sowas machen. Eine Minute Zeit noch. Ma hängt immer noch am Fenster. Baxter versucht sich. Ja, die müssen sich den Diffuser schnappen. Bis jetzt keiner gefallen. Beide Teams haben sich jeweils auf beiden Seiten verlagert. Denn ist immer auch auf dem Dach. Ha. Die sind sich beide so nah, aber die wissen voneinander nichts. Oder? Oh, da ist Arzt gefallen. Damit holt sich ein Bug-User den ersten Kill der Runde für sein Team. Okay, anscheinend spielen sie jetzt sehr defensiv. Sofort. Praktisch on spot. Müssen sich aber den Diffuser holen. 30 Sekunden. Okay, ein Baxter droht nochmal. Ja, spielen hier alle sehr safe. Aim alles ab. Baxter findet keinen. Und geht wahrscheinlich, um sich den Diffuser zu schnappen. Ja. Dennis mittlerweile auch nicht mehr auf dem Dach. Also ja, mein Kommentar wird sich vielleicht nicht anhören, wie in der Pro League genau, ne? Oh, das wird jetzt interessant. Oh, Omar sag ich schon, ja. Wadahoo holt sich erstmal Dennis unter Bug-User, der Fuser liegt doch dort. Und Runde Nummer 1 geht an die Verteidiger. Ja, ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen, wenn der Diffuser erstmal von Montagne alleine beschützt wird. Hätte man eventuell besser verteidigen sollen. So, Runde Nummer 2. Also es sind eigentlich Pro League-Einstellungen, wenn man es so sehen kann. Best of 3 machen wir. Das bedeutet, wir haben die erste Map Küste, zweite Map dann Grenze
Das dritte Map, die Entscheidungsmap Chalet, falls sie benötigt würde. Oh, Erox ist rausgeflogen. Was ist da passiert? Schafft es noch reinzukommen? Also ich werde an dieser Stelle nichts pausieren. Wenn jemand rausgeflogen ist, muss er selber versuchen, da reinzukommen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber wir können ja nicht wegen jeder kleinen Panne das Match beenden. Außer, also wenn hier nicht das ganze Team rausfliegt, können wir ja sonst hier nicht ständig alles neu machen. Was ist das Soundbank hier schon wieder? So, anscheinend sind sie jetzt noch zu viert. Ich weiß nicht, ob Erox wieder dazukommt. Gustl geilt den Drohnen hinterher. Auch relativ fallenspezifiert. Hier mit Kapkan, Ella, Vigil sozusagen und Kavera so als indirekte Falle, sag ich mal. Wenn man hinter denen schleichen kann. Platziert auf einen Claimer. Ah, der Witcher hat schon Leben verloren. Scheint hat er gegen den Blackbeard gepiekt. Zieht sich aber auch jetzt zurück. Ob jemand aus dem Haupteingang rauskommen würde? Das war ein Free Kill für Luca. Oder Free Kill an Luca. Besser gesagt. Okay, drei Stück auf dem Dach. Bis jetzt hat man nicht sehr viel Teamarbeit gesehen. Irgendwie läuft hier jeder für sich rum. Ich muss immer auch mit dieser Kamera klarkommen. Aber es macht Bock, wirklich. Okay, VIP ist bis jetzt noch frei. Die haben sich relativ auf unten verlagert. Gustl, Faye, beide unten. Zwei On-Spot und Omar auch. Er hat drei On-Spot dann. Anscheinend hält keiner VIP. Das nutzt natürlich Wadahoo aus. Macht erstmal die Wand dort auf. Ja, das haben die jetzt überhaupt bemerkt. Vielleicht ein bisschen der Zuschauercam. Okay, noch eine Minute auf der Uhr. Wir müssen jetzt langsam pushen. Sie wollen wahrscheinlich durch VIP pushen, haben aber keine Rauchgranaten zum Planten. Das wird jetzt natürlich schwierig für sie. Und damit ist auch Fake tot. Damit haben sie jetzt keine Kavera mehr. Natürlich belastet jetzt für das Endspiel, dass keine Kavera mehr von hinten kommen kann. Aber du versuchst doch von da. Ein Baxter sieht ihn. Er sieht ihn. Und damit holt er ihn auch. Okay, damit liegt jetzt der Diffuser auch im Bad. Bad sag ich schon, im VIP. 30 Sekunden nur noch. Die versuchen sich gegenseitig zu wallbangen. Albaxe holt sich Genex. Damit liegt er verletzt da. Okay, Luca muss jetzt wieder nach oben kommen. Genau wie Arz. Arz hat auch kaum noch Leben mehr. Ja, sie müssen sich den Diffuser holen. Schaffen sie anscheinend nicht. Ja, damit fällt jetzt auch Arz. Dann ist nur noch einer am Leben und zwar Luca. Er geht nach unten, spielt anscheinend auf KT. Ja, er spielt auf KT. Naja. Ist zwar ein Benutzerspiel, wo es kein KT gibt, aber das lassen wir mal jetzt außen vor. Also ich weiß nicht, soll ich vielleicht so als öfters machen? Mal und wieder. Aber was ist jetzt mit Erox los? Kann mal vielleicht einer. Ja, hört mich natürlich keiner von denen, aber ist natürlich schlecht, wenn sie jetzt noch zu viert sind. Aber naja, eigentlich heißt es, ne, wenn man kommen möchte, dass man auch bleibt, aber bei einigen heißt es. Ja, muss man echt erklären. Sind sie jetzt halt weniger, müssen sie aber jetzt auch halten. So. Und die Nummer 3 fängt jetzt an, wieder Penthouse Kino. Da sieht man nicht sehr viel Innovation. Aber zumindest ist jetzt mehr Rauchgranaten.
Ja, mit Twitch und Capitao. Also jetzt etwas. Vielleicht sehen wir auch den ersten Plant diese Runde. Vielleicht sehen wir auch mal ein bisschen mehr. Natürlich auch ärgerlich ist für ein Vier-Mann-Team, dass Wände fehlen. Also auf der Jagd nach der Drohne. Ja, auf dem PC sieht sowas zum Beispiel viel flüssiger aus, ne? Statt hier, sag ich mal, rumkartoffeln. Er ist natürlich schwieriger mit einem Controller so aus zu aimen als mit der Maus. Es wird jetzt hier auch im Chat geschrieben, ich muss so reden wie der Mann mit der Glatze. Ich weiß nicht, guckt jemand von euch Pro League? Könnt ihr mal schreiben. Ich guck's eigentlich immer auf Englisch, aber es gibt ja halt diese deutschen Kommentatoren, da gibt es halt so einen Typ, der hat so einen langen Bart und Glatze, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich komme nicht auf seinen Namen. Und ja, so muss ich ab jetzt reden. Nein, aber ich bin halt nicht so diese Person. Oh, Fape wurde von der Gumi anscheinend gedownt, oder? Ja, beide down. War der Hu und Fape. Oh, Omar kommt zur Hilfe. Ecker hat noch den Kill. Oh, das war nicht sehr klug gespielt. Ah, jetzt pushen die. Oh, jetzt pushen die Verteidiger ordentlich und nehmen sehr viel Schaden. Taze Verdi. Okay. Ich dachte, das ist eine Gewerkschaft. Aber ja. Oh, kann er sich ihn holen? Ist noch ein 4 gegen 2. Ah, Arzt ist verletzt. Es gibt anscheinend auch noch Teamkills. Oh, Mart tötet dein Bugdüse. Das ist jetzt der erste Teamkill diese Runde. Aber ich glaube nicht der letzte. Das war gerade ein Bug. Gehe ich mal von aus. Ah, der Diffuser liegt in Hall of Fame. Also ich bin halt nicht diese Natur, die ständig rumschreit, was auch immer. Ich möchte halt einfach einen Kommentar abgeben, fertig. Wer sich davon gelangweilt fühlt, tschüss. Okay, Fape holt sich wieder den. Ah, Luca hat nur noch. Er wird von der Twitch-Drohne geholt. Ja, das war eine Runde, wo man sagen kann, dass sie eventuell Teamwork geleistet haben. Okay, vielleicht nicht von seitens Omar, der Bakuse erschossen hat, aber sonst sind sie als Team gepusht. Das wird jetzt natürlich schwieriger für ein Vier-Mann-Team. Okay, ein Bakuse spielt YOLO, doch nicht. Jede Runde Penthouse Kino, ne? Das ist ja auch in der Pro League so, dass die Objectives nicht gesperrt werden. Wie zum Beispiel in Rang, dass wenn man Penthouse Kino gewinnt, dass man da nicht mehr wieder hin kann. Aber in der Pro League, soweit ich weiß, kann man immer im gleichen Spot spielen, egal ob man gewinnt oder verliert. Das war es teilweise ein bisschen einseitig, besonders auf Maps wie Clubhouse, wo alle immer nur unten spielen. Church und. Wer ist der andere Raum? Waffen. Nee. Arsenalraum. Stimmt. Auch jetzt wieder sehr auf Fallen. Wie es jetzt, sie wollen relativ defensiv, denke ich mal, das halten. Mal sehen, wir mit dem Mira-Fenster jetzt. Okay, Kommunikation. Glänzt wieder hier. Aber ich mag wirklich diese Cam, sowas mache ich Bock. Bis mit der Cam, so hin und her. Du macht da wieder seine Claymore hin. Ja, die kann man vom Boden aus so schießen, aber wenn man sie nicht sieht und die Barrikade einreißen möchte, dann läuft man schon rein. Okay, der Dachtropper wurde geöffnet. Okay, nächste Runde nochmal rein. Ja, könnte er sich. Wenn er da so schießt, sieht wirklich komisch aus in der Sicht, ne? Man denkt, warum schießt er nicht einfach durch die Wand? Das sieht wirklich komisch aus, aber. Ne, die haben diese Ansicht nicht, die ich habe. Die sehen hier im Ping und schießen da durch, obwohl da kein Mensch ist. Als Beispiel. Okay.
betrachtet Genex Melone. Das ist sehr zweideutig. Auch relativ defensive Aufstellung diese Runde. Ich glaube, keiner am Wurm außer die Ella. Nee. Ah, doch. Der Jäger. Oder besser gesagt, Fape. Das einzige Würmer, das auch ausgedrohnt wurde. Ja, von zwei Seiten wird er gepusht. Hat aber keinen Schaden genommen. Ja, sind zu viert on spot und Fape rotiert jetzt wieder zurück. Ziemlich komisch mit der Umdrehung der Cam. Die ist genau andersrum als das, was man immer macht. Wenn ich nach rechts gehe, geht er so nach links irgendwie und andersrum. Oh, und der Baxter ist gefallen. Damit ist er jetzt ausgeglichen. Sind schon relativ nah am Objective. Ja, die Wand ist sogar hier schon offen. Das bedeutet, theoretisch könnten sie planten. Das Spiel nochmal auf Nummer sicher und. Ah, er macht noch eine Wand auf. Interessant. Und da kommt der erste Dropshot diese Runde. Aber Fape ist auch gefallen. Es wollte wieder ein Ausgleich. Sie müssen jetzt langsam planten. 30 Sekunden. Relativ sichere Aufstellung mit drei Leuten on spot. Sie könnten hinterm Bett planten. Da passt keiner auf. Aber wo bleibt die Ashe? Ah, es möchte anscheinend von der anderen Richtung kommen. Und warte, wo plantet? Luca holt sich Dennis und das ist der erste Plant diese Runde. Oh, Arz holt sich auch Gustl, damit Somar jetzt der letzte. Hat sehr stark von den Seiten gepusht. Hat auch nicht mehr viel Zeit, noch 40 Sekunden. Arz T-backt. Ich weiß nicht, ob das Taktik ist oder so. Aber damit gewinnen die Angreifer Runde 4 und es herrscht ein Ausgleich. Ja, damit kann man sehen, dass man auch. Oh, was ein Aim. Damit kann man sehen, dass man auch zu viert gewinnen kann, anscheinend. Genex immer noch ohne Kill. Genau wie Gustl und Dennis. Der erstaunlicherweise Erster ist mit 0 Kills. Also, ja, in deren Sicht ist halt alles aus, eigentlich, wenn man so sehen kann. Punkte sind aus. Dieses 5 gegen 4 zum Beispiel ist aus. Alles Mögliche. Und. Ja. Nicht alles ist aus, die haben natürlich noch ein paar Sachen. Zum Beispiel wird angezeigt, wie man Granate wirft, was auch immer. Das haben sie noch, wenn ich es mal so sagen kann. Und ja. Wieder selbst Objective. Die gehen jede Runde selber Objective. Ne? Beide Teams. Bisschen Abwechslung. Kann man vielleicht jemand gleich blau bar Sunrise gehen? Das wäre mal hier ein bisschen was Interessantes. Deshalb guckt man sich hier ein paar Bilder an. Das ist das Interessante. Also ich weiß nicht, man sollte von mir eventuell nicht erwarten, dass ich jetzt hier wie in der Pro League kommentiere. Das ist so wie jedes andere Video, nur dass ich jetzt im Zuschauermodus bin, wenn man es so sehen kann, ne? Ich bin kein Pro League Kommentator, sondern der Typ, der das Video hier aufnimmt. Aber jede Runde haben wir bis jetzt eine Ella und einen Lee gesehen, wenn man so sagen kann. Aber ist auch der erste Einsatz von Smoke. Okay, diese Runde anscheinend kein Einsatz von Rauch, bis auf Kapital. Also ja, bis jetzt wurde sehr wenig darauf gelegt, das wird auch in der Pro League gar nicht gemacht, sehr wenig darauf gelegt, zu planten, als sich die Gegner zu holen. Planten ist sozusagen die Absicherung, wenn man so nennen kann. Weil bei Bombe, sobald geplantet wird, werden die Angreifer zu Verteidigern und die Verteidiger zu Angreifern sozusagen. Auf ihre relativ sichere Aufstellung mit drei Leuten on spot. Und einem Roamer, der auch relativ safe spielt, muss ich sagen kann. Ja, Fape weiß nichts von der Existenzart. Fühlt sich jetzt natürlich relativ sicher. Oben. Oh, jetzt könnte er sich ihn holen. Wird es nicht laggen? Also ja, wenn es manchmal laggt, ich weiß nicht, woran es liegt.
kann ja nichts machen. Oh. Und da holt sich Arzt erstmal Gustl. Was ist das hier für eine Claymore? Ah, anscheinend wurde hier eine Claymore gelegt. Das sieht man auch in der Etage drunter. Arzt ist im 1 gegen 1. Nee, er hat sich wieder zurückgezogen. Alle vier pushen jetzt von der Seite VIP, müssen sich aber langsam beeilen. Arzt macht natürlich seine Arbeit sehr gut, indem er ein bisschen Zeit rausholt, indem er einfach sagt, dass er hier ist. Genex, Luca und Wadahoo bleiben einfach on spot. Ja, man könnte eventuell jetzt einen potenziellen Kill sehen. Faith hat nicht mehr allzu viel Leben. Oh, das wird jetzt interessant. Ah, da hat er es gehört und hat ihn auch geholt. Wadahoo fällt auch. Somit steht es jetzt 4 gegen 2. Ah, hat ihn gesehen. Smoke hat ein paar Schüsse abbekommen. Das war die falsche Muni. 15 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt fallen die Smoke-Ladungen. Ja, einer fällt für einen Smoke-Ladung. Ein Baxter muss rein, das ist aber Smoke. Ja, er ist der Letzte. Da ist noch Fape, aber der ist nicht aufgestanden. Ja, daran sieht man, dass man auch zu viert gewinnen kann. Sehr guter Einsatz hier auch der Smoke-Ladung, muss man jetzt an dieser Stelle sagen. Dafür ist er halt gemacht. Indem er den letzten Push halt verhindert. So, mal sehen, ob wir jetzt wieder dasselbe Objective sehen oder ob sie jetzt vielleicht noch eine Überraschung rausbringen. Okay, Arzt und Rekrut. Nein, anscheinend nicht. Aber wir sehen jede Runde, ja, wieder gleicher Raum und eine relativ gleiche Aufstellung wieder. Erstmal sehen wir jetzt auch Doc und Bandit und einen Fetcher, aber sonst jede Runde immer ein Blackbeard, Fermite, Ash. So viel hat man auch relativ oft gesehen, auch in der Pro League. Also ja, während dieses Video aufgenommen wird, ist Samstag, das Video kommt Sonntag, zu den Finals, passt ja perfekt. Ich werde ja alle, also das ist ja nicht das einzige Spiel, es wird ja noch ein paar Spiele hier geben. Aber dieses Spiel kommt zu den Finals raus, die anderen dann die Tage danach, logischerweise. So, ich weiß nicht, wie wir es dann machen werden nach der Runde, wenn Dice Aerox raus ist und die noch zu viert sind, dass eventuell jemand dazukommt nach der Runde. Das wird sich gleich klären. Ich guck's mich anscheinend in diesen Schrank rein. Verschwendet damit seine ganze Muni. Und schafft es nicht. So, bis jetzt muss man sagen, sieht man wirklich relativ wenig Abwechslung. Aber jetzt sieht man auch mehr Roma. Ein Bug-User ist umgegangen. Dennis logischerweise mit Cavera. Und Thomas auch im Nebenraum. Und Fape hat auch noch VIP-Launch. Es wird nur einer, der direkt on-spot ist. Ja, nur Gustl. So, jetzt würden sie jetzt theoretisch das Objective pushen. Wäre das ein Easy Plant? Wird auch relativ viel gedroht, ist ja auch gut so. Wir müssen jetzt sehr safe spielen. Es geht zwar hier um nichts, aber trotzdem. Wäre natürlich schade zu verlieren. So, als wenn man da auch von anderen ausgelacht wird. Ah, jemand ist Shisha. Man sieht, ein Bug-User. Und damit fällt Fape. Weil der Hu holt den ersten Kill dieser Runde. Ah, es sei schon wichtig, erstmal die Elle rausholen. Aber Cavera kommt jetzt auch. Ja, die wollen jetzt wahrscheinlich beide Shisha verteidigen. Was wird doch zu zweit Shisha gepusht. Okay, Dennis sieht anscheinend die Drohne nicht. Oh, Wadahu und Luca sind schon beide VIP drin. Wadahu hat nicht mehr sehr viel Leben. Okay, gehen wir jetzt runter mal.
Warte, Hu könnte wieder die Wand aufmachen, aber Genex schafft es nicht durch, um den Fetchernade zu werfen. Ah, sind alle nah beieinander. Sehen wir jetzt eventuell einen Kill? Ist beide aufs Dach geflüchtet anscheinend. Ja, jetzt sehen wir noch Objective Push. Jetzt wollen sie anscheinend pushen. Aber Wadahu hat den Diffuser, weil Wadahu muss durch. Und sehen wir nicht sehr viel. Omar nimmt jetzt auch seine Position ein, genau wie Gustl. Ein paar Schüsse fallen hier. Ah, sie müssen jetzt rein. Luke hat noch wenig Leben. Ah, jetzt kommt der Baxter von hinten. Dennis auch. Werden beide geholt. Jetzt müssen sie rein. Jetzt müssen sie rein. 3 Sekunden. Das schaffen sie nicht. Ja, damit fällt noch Luca und die Verteidiger haben gewonnen. Ich wollte gerade schon sagen, es geht in Verlängerung, aber nein, erst nächste Runde ist Matchball. Also mit 5 Runden wird dann gewonnen. So. Aber man muss sagen, dass sich die vier, ich nenne sie jetzt mal einfach Team Orange, dass sie sich sehr gut halten gegen 5 Leute. Anscheinend wollen sie wieder mit Montali pushen, wie in Runde Nummer 1. Ist natürlich belastend, in einem Spiel wie Rainbow einen 5. Mann zu verlieren. Man muss sich vorstellen. Normalerweise in einem normalen Shooter 20 gegen 20 als Beispiel. Wenn da einer fliegt, ja, hast du 19 andere. Aber hier, das ist ein 1/5 deines ganzen Teams, was fehlt. Ja, jetzt haben sie auch den Bandit dabei. Aber sie haben keinen Firm halt. Sehen, was die Twitch drin so alles kaputt macht. Leider kann man die Munition nicht sehen. In jedem Fall. Ja, es wäre sogar klüger, er hat mich getroffen. Es wäre sogar klüger, die Alarmin zu entfernen, als Bandit trat. Weil sie ja dementsprechend kein Format haben. Ja, irgendwer hat ihn angeschossen. Könnte aber auch Twitch drin sein. Auch wieder sehr defensive Aufstellung. 3 Stück on spot. Und Arzt wieder unten. Diesmal mit der Ella. Ist wieder relativ gleiche Aufstellung. Ah, Fake nimmt schon unten ein. Weiß aber natürlich nicht, wo Arzt wieder ist. Wo ist der Montagne? Montagne ist anscheinend schon drin. Vielleicht gehen sie auch für einen Plant. Man könnte theoretisch Montagne in den Eingang stellen und dahinter planten. Anscheinend wollen sie noch nicht planten. Ja, Arz wurde jetzt rausgenommen, deren einziger Roamer. Jetzt können sie das Objective theoretisch frei pushen. Baxter ist schon mit Objective drin. Hat sie schon abgelenkt. Genix hat schon eine seiner Smoke geworfen. Sie drohen nochmal rein. Ja, Twitch ist auch relativ low. Twitch und der liebe Genix hier. Oh, was war das gerade? Es laggt. Oh, aber Genix holt sich ein. Oh, Genix holt sich zwei. Der andere war anscheinend geblendet. Von Mate. War der Hu hat sich auch noch eingeholt. Damit ist es jetzt 4 gegen 2. Ja, ein Smoke lang fällt. Und der Bandit hat auch kein Leben mehr. Wortwörtlich. Schärfer liegt bei denen drin. Es ist jetzt natürlich schwer reinzukommen, den Schärfer zu nehmen und zu planten. Aber der Kuh kriecht noch mal ein bisschen. Ich will wahrscheinlich eine Gummine werfen. Dennis ist immer vorm Eingang. Oma versucht es jetzt vom Kino aus. Vielleicht. Ah, er holt sich gar nichts.
Und Luca wird auch geholt. Jetzt noch bei der Hu der letzte. 20 Sekunden noch. Mal drunter noch mal rein. Ja, bei der Hu pusht jetzt. Und er wird gemessert. Damit steht jetzt Matchball für Team Blau. Oder damit ist jetzt Matchball für Team Blau, besser gesagt. Ja, also 4 gegen 2 noch um 2. Oder besser gesagt, einen Sieg noch zu machen. Das war schön gemacht von ihm. Das muss man lassen. So, wieder gleiche Aufstellung. Farmite Thatcher, Bandit, Blackbeard, Ashe, Legion. Ja, sieht man bis jetzt jede Runde. Ella wird auch oft gespielt hier, Kavera auch. Ah, Puls vielleicht? Wird man zum ersten Mal jetzt einen Puls sehen? Nein, es bleibt bei Jäger. Aber doch ein Kapkan als ein Ella. Also eventuell die letzte Runde oder vielleicht geht es doch in eine Verlängerung bis 6. Also ja, Verlängerung geht hier mit 6 Siegen. Bis jetzt sehr wenig Einsatz von Rauchgranaten gesehen. Bis jetzt gar keinen Einsatz von Rauchgranaten gesehen. Scheint wohl nicht hier populär zu sein. Aber erstaunlich, dass man wirklich jede Runde einen Blackbeard hat. Blackbeard hat bis jetzt jede Runde Luca, weil ich mich nicht täusche. Hat aber auch schon damit. Er hat 3 Kills. Naja, ob sie alle mit Blackbeard waren, ist dann was anderes. Aber er hat wirklich sehr wenig Einsatz von Rauchgranaten. Wahrscheinlich wollen sie wieder VIP einnehmen. Aber du schaffst nicht, sich hoch zu sein. Ah, jetzt. Die Sache ist, ich kann es vielleicht leicht sagen von meinem Standpunkt aus, aber man sieht, die pushen halt immer von der gleichen Seite. Beide Teams. Also nicht von der gleichen Seite, beide Teams, sondern beide haben ihre eigenen Taktiken hier. Und hier als Zuschauer kann man natürlich sagen, haltet doch einfach VIP, das ist ja ein einziger Punkt. Aber sie haben vielleicht sozusagen meine Vortex nicht. Sie können das Spiel nicht so einfach analysieren wie ich. Ja, ich habe hier so eine fette Cam. Oh, war der Huschen drin? Ja, Gernix ist auch schon drin. Oh, die sind sich direkt nebeneinander. Beide wissen es nicht. Oh, er bringt dann. Okay, ein Paxton bleibt immer. Ah, was macht er? Holt sich ein, aber fällt selber auch. Oh, war der Hus sogar nur verletzt. Aber wird jetzt geholt von Gustl. Ne, Gustl hat sich Genix geholt. War der Hus noch am Leben? Ah, war der Hus jetzt auch down? Gustl Ey, wieso soll Luca. ich gerade stören? Aber ich habe ein Problem. Also ich glaube, in 10 Minuten muss ich essen. Denkst du, es wird etwa machbar sein? Also, Ja, oder ist das klar. Match in 10 Minuten genau fertig? Nee, kein Problem. Okay, nice. Dann stumm ich dich wieder. Okay. Ah, Arzt ist noch der einzige, der übrig geblieben ist. Kostet läuft den Claimer, Fabe ist verletzt. Dennis hat auch noch sehr wenig Leben. Aber bei Arzt sieht es auch nicht sehr gut aus. 5 Sekunden noch auf der Uhr. Wird er es schaffen? Oder werden sie ihn jetzt pushen, besser gesagt? Ah, da hat er ihn gepiekt. Und das war jetzt die letzte Runde. Damit gewinnen Dennis, Fabe, Gustl, Omar und ein paar User. Ja, hätte gedacht, dass es noch in die Verlängerung gehen würde. Ja, das war jetzt Map Nummer 1. Dann würde ich sagen, bevor ich die Folgen immer Stunden mache, war es das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich an dieser Stelle und wir werden dann morgen wahrscheinlich Map Nummer 2 sehen. Dann bedanke ich mich nochmals fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.